Nach dem Ersten Weltkrieg war ich sehr unruhig in meinem inneren Wesen, denn mein Vater, bei dem ich ja zunächst einmal im Geschäft war, hatte mich immer gelehrt, dass die Menschheit fortschreite und dass Kriege mehr und mehr überholt seien, dass in Wirklichkeit keine Kriege mehr sein sollten. Dann war der Krieg 1914 bis 18 gekommen und diese Hoffnung hatte sich als ein unmöglicher Optimismus gezeigt. Und da sagte ich mir, ja, da stimmt etwas an diesem Optimismus nicht und begann Marx zu lesen. Es hat sicher zum Antisemitismus seinerzeit ungeheuer beigetragen, dass jemand den Ausdruck das jüdische Problem erfunden hat, wodurch eben selbst der größte Irrsinn, den man behauptet hat, von vornherein doch als etwas in problematischer Form erschien, also als etwas, worüber sich nachzudenken ernsthaft verlohnt, anstatt dass dieser Irrsinn mit seinem Namen benannt worden wäre. Da heißt es Art Pessimismus. Die immanente Logik der gesellschaftlichen Entwicklung weist auf den Endzustand eines total technisierten Lebens hin. Die Herrschaft der Menschen über die Natur erreicht ein solches Ausmaß, dass der Mangel und damit die Notwendigkeit der Herrschaft von Menschen über Menschen verschwindet. Das Ende jedoch ist zugleich völlige Ernüchterung, das Erlöschen von Geist, soweit er vom Verstand als Werkzeug sich unterschied. Ich glaube allerdings, dass Versuche politischen Protest mit der Popular Music, also mit der Unterhaltungsmusik, zusammenzubringen, deshalb zum Scheitern verurteilt sind, weil die ganze Sphäre der Unterhaltungsmusik, auch wo sie irgendwie modernistisch sich aufputzt, so mit dem wahren Charakter, mit dem Amüsement, mit dem Schielen nach dem Konsum verbunden ist, dass also Versuche, dem eine veränderte Funktion zu geben, ganz äußerlich bleiben. Und ich muss sagen, wenn also dann irgendjemand sich hinstellt und auf eine im Grunde doch schnulzenhafte Musik dann irgendwelche Dinge darüber singt, dass Vietnam nicht zu ertragen sei, dann finde ich, dass gerade dieser Song nicht zu ertragen ist, weil er, indem er das Entsetzliche noch irgendwie konsumierbar macht, schließlich auch daraus noch etwas wie Konsumqualitäten herauspresst. Die kritische Theorie muss sich doch auch mit den Kategorien Böse und Gut auseinandersetzen. Und Sie haben vorher gesagt, dass das Gute nicht darstellbar ist. Ja, ich habe vor allem gesagt, dass das absolut Gute, das schlechthin Gute, nicht dargestellt werden kann, sondern jeweils nur die Überwindung von Missständen, die man bezeichnen kann, von Schlechtem, die man bezeichnen kann. Eine Erklärung dessen, was das Gute schlechthin ist, das Ideal überhaupt, hat wiederholt in der uns bekannten Geschichte zu furchtbaren Grausamkeiten geführt. Man denke etwa an das, was im Namen dieser schönsten Lehre des Christentums im Mittelalter sich ereignet hat. Man denke an das, was etwa eigentlich in allen Nationen sich ereignet, wenn man die Nation, in der man selber lebt, als das schlechthin absolut Gute ansieht und die anderen als das weniger Gute. Man denke an den Kommunismus, der sich als das absolute Ideal hinstellt, was im Namen all dieser zum schlechthin Guten erklärten Ideen sich an Furchtbarem ereignet hat. Die kritische Theorie sagt, du kannst zeigen, was das Schlechte ist und versuchen, es zu überwinden. Aber du kannst das Allerletzte
Höchste nicht darstellen. Daher legt die kritische Theorie ihren Hauptwert auf die Kritik der Gesellschaft und nicht etwa auf das Bild der schlechthin richtigen Gesellschaft. Ich würde, und darin stimme ich mit Habermas völlig überein, diese ganze Bewegung überhaupt nicht als eine revolutionäre Bewegung bezeichnen, sondern ich glaube, dass es sich um eine Art von Pseudoaktivität handelt, also um die, ich würde sagen, verzweifelte Anstrengung in einer Situation, in der die Möglichkeiten einer Veränderung der Gesellschaft weitgehend blockiert sind, es trotz allem zu erzwingen, mit dem tiefen Wissen, dass es so jedenfalls nicht geht. Was sind demagogische Tricks? Also, das sind Arten des Sprechens, die noch nicht ganz erforscht sind, von denen aber einiges sich sagen lässt. Etwa die Masse der Superlative in einer Rede. Oder dass wir und die anderen, die in dieser Rede schlechthin die Guten und die Schlechten bedeuten. Oder das absolute Ziel, das absolut gut ist, von dem wir vorher gesprochen haben. Das völlige Ausschließen des Zweifels aus der Rede. Oder die Erklärung des Demagogen, ich bin ja wie ihr, ich bin einer von euch, auch wenn es gar nicht wahr ist. Oder der Gedanke, dass gegen uns eine Verschwörung im Gange ist. All das sind demagogische Tricks, insbesondere dann, wenn sie wiederholt werden. Und ich meine, es wäre eine unendlich wichtige Sache, im Unterricht in den Schulen und daher vorher schon im Unterricht an den Hochschulen und Universitäten, wo die Lehrer ausgebildet werden, diese Dinge zu analysieren und Forschungen einzuleiten, die damit zu tun haben, damit die Menschen gegen Demagogie weniger anfällig werden. Sind die gegenwärtigen Machtverhältnisse und Zustände oder die Widersprüche in der momentanen Gesellschaft wieder einmal so groß, dass es einer Revolution bedarf? Oder sind sie es bei unseren Verhältnissen nicht? Letztlich wird das durch die Praxis entschieden. Ich glaube, wir müssen, wie ich zu sagen pflege, theoretische Pessimisten und praktische Optimisten sein. Wir müssen das Schlimme befürchten und doch unser Bestes versuchen. Und ich meine, die faschistische Periode könnte zumindest in den Ländern, in denen wir leben, vermieden werden. Das bedeutet aber nicht, dass nicht immer eine mehr und mehr alles umfassende Regelung eintritt. Das ist wohl einfach schon aufgrund der Bevölkerungsvermehrung, schon aufgrund der dadurch notwendigen Entfaltung der Technik mit der Zeit eine Notwendigkeit. Die Menschen werden lernen, in ihrem Leben wesentlich auf Zeichen zu reagieren. Als Symbol pflege ich da einfach an den Übergang über die Straße zu erinnern. Früher ging man über die Straße und hat rechts und links geschaut, hat sich überlegt, kann ich jetzt noch hinüber? Und hat dann die Entscheidung getroffen. Heute wartet man auf das grüne Licht und wenn das rote Licht kommt, bleibt man stehen. Und das wird wenigstens im Allgemeinen, es gibt natürlich auch hier immer Ausnahmen, aber das
könnte so weit sich entwickeln, dass derartige Reaktionen in die Substanz des Menschen übergehen und dass er gewissermaßen ohne Überlegung einfach glatt bei Rot stehen bleibt. Also eine rationale Verhaltensweise, die ihn aber in gewisser Weise dann zum Instinkt geworden, der tierischen Reaktionsweise näher bringt. Herr Professor, diese Angst vor der Technik, die den Menschen zu solchen Reaktionen zwingt, die nicht mehr Entscheidungen sind, sondern einfach nur, wie Sie sagen, tierische Reaktionen, diese Angst hat doch bei vielen Denkern heute zu dieser totalen Gegenutopie einer wieder enttechnisierten Welt geführt. Haben diese Utopien einen reellen Kern? Haben die eine Chance? Das meine ich nicht. Denn ich bin schon der Überzeugung, dass in einer Gesellschaft wie der unsrigen sehr viel Schlimmes durch eine weitere Entwicklung der Technik vermieden werden kann. Oder gar der Rückfall, der würde viel Schlechtes mit sich bringen. Daran ist wohl gar nicht zu zweifeln. Aber umso mehr hat die kritische Theorie die Aufgabe, und hier schlägt das scheinbar Konservative in das scheinbar Revolutionäre oder das wahre Konservative in das wahre Revolutionäre über, also der Entwicklung ernsthaften Widerstand zu leisten, indem sie dafür sorgt, dass das, was einmal Kultur hieß, nicht von der Technik nun einfach ausgewischt wird. Diese Gefahr besteht, und ich meine, das gehört auch nicht nur zur kritischen Theorie, sondern eben zu dem denkenden Menschen schlechthin.